Mit wehenden Fahnen untergehen, besser nicht nochmal, sagt sich der deutsche Rekordmeister von Beginn an und zeigt sich spielerisch verbessert gegen den englischen Meister aus London. Die Partie schnell einseitig, immer Richtung Chelsea-Tor. 6. Minute, Rafinha, erste Chance, 1:0. Dann staunen die Zuschauer über das neue Selbstbewusstsein des bayerischen Kapitäns Thomas Müller. 12. Minute, 2:0, wenig später 3:0 nach tollem Solo. Der Weltmeister mit einer starken Bewerbung für einen festen Posten im Offensivspiel. Trainer Ancelotti sieht dann noch 2 Tore der Blues, doch Bayern gewinnt 3:2 und zeigt in Asien endlich fußballerisch Flagge.